Moin, da sind wir wieder. Und wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir uns jetzt mal daran machen, das Spiel hoffentlich überhaupt zu programmieren. Wir machen das als Fortsetzung zu dem unglaublichen Halo Remake. Das Ding ist ja damals schon eingeschlagen wie nichts Gutes, wenn man überlegt. Wir haben davon damals 2,3 Millionen verkauft. Und das ist eine ganze Zeit lang her. Ich meine, das ist jetzt 4, jetzt blamier ich mich hier total, 9 Jahre her. Knapp, ungefähr. So, Sci-Fi-Action-Rollenspiel. Wir programmieren das Ganze für dann die M-Box, für die PlayStation 3 und für den PC. Das Ganze wird ein großes Spiel, Erwachsenenspiel. Wir nehmen die Hardcore-Engine überhaupt. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man keine. Ich glaube, man muss eine Engine wählen. Das Ding wird Hallo, nee, nicht Hallo Prozent, sondern Hallo 5. Das Blöde ist, man muss ja mittlerweile dann ein zweites Genre wählen. Wir nehmen Action-Rollenspiel. Natürlich in unserer beliebten 3D-Version 3. So, direkt mal die Booster voll aktivieren. So, der Sch Oh, Microsoft hat heute sein eigenes Tablet vorgestellt, mit dem es Grapples Grip-Pad und seinen riesigen Marktanteil streitig machen will. Das M-Pad hat ein ausgeklügeltes Cover mit einer integrierten ultradünnen Tastatur. Das Tablet selbst hat ein Breitbild-Display und einen integrierten Aufsteller. Das M-Pad scheint eine Kombination aus einem traditionellen Notebook und einem Tablet zu sein und verspricht, den Markt in Bewegung zu bringen. Das neue Produkt ist ab Anfang nächsten Jahres auf dem Markt erhältlich. So, wir können jetzt loslegen und das wird jetzt echt spannend, weil wir packen. Also wir können jetzt so verzweigt erzählen, fortgeschritten, okay. Die Engine finde ich bei solchen Spielen machen wir mal relativ hoch. Gameplay hoch, Story und Quests. Ich glaube, das Problem ist, das wissen wir ja nicht genau. Die technische Seite übernimmt die Monika. Die übernimmt die Engine, das ist schon mal gut. Und so, Engine ein bisschen runter. Gameplay, machen wir mal so ein ausgewogenes. So, hier packt man natürlich wieder Video-Wiedergabe, grundlegende Physik, Mod-Support, Cloud-Spielstände, hier wird wieder alles reingepackt, Spiel-Tutorials. Ich sage ja, das Ding wird unser persönliches, ich sag mal, unser Meisterwerk quasi. An die Engine setze ich mich mal. Das Gameplay. Ne, Moment, das mache ich nicht. Dann machen wir es so. Der Hype ist auch schon da und wie gesagt, wir pushen das Ding jetzt bis zum geht nicht mehr. Jede Phase wird hier der totale Bringer, sag ich mal. Zumal wir ja auch schon hier Boosts ohne Ende aktiviert haben. So, hallo, ich bin Christopher Ricknell vom E-Game Check. Ja, wir werden das Ding geben natürlich ein Interview. Sci-Fi-Action-Spiel, Action-Rollenspiel. Das weiß ich nicht genau, was. Angefangen Zeit. Ich kann mich da jetzt auch gar nicht so festlegen. Also wir experimentieren noch. Also sie meinen, dass die Engine wichtiger ist. Ja, gut.
Können sie ja, ne? Wir haben ja alles gepusht bis zum geht nicht mehr. Die KI machen wir mal ein bisschen hoch. Das Level Design wird natürlich vom Arndt übernommen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, weil die Dialoge übernimmt sie. Ich mache dann das Level Design, die Dialoge schrauben wir noch ein bisschen hoch. Die KI kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ding so so wichtig ist, aber das Level Design auf jeden Fall, das ist sehr sehr wichtig. So, verbesserte und die KI gefährt natürlich auch. So. So ungefähr würde ich sagen. Und dann, wir haben einen neuen Schritt erreicht, also hauen wir nochmal eine große Kampagne raus. Ja, wir sehen schon unsere Leute. Nintendo hat verraten, dass sein neuestes Gerät im Markt der Next-Gen-Konsolen Wii heißen wird. Die neue Konsole hat einen Controller mit eingebautem Display. Dies soll Multiplayer-Spiele zu Hause interessanter machen, da jeder Spieler einen eigenen Bildschirm hat. Nintendo war immer als erster mit neuen Innovationen auf dem Markt und diese Konsole scheint wieder einmal ein mutiger Schritt zu sein. Die Wii soll im Laufe des nächsten Jahres verfügbar sein. Ich kann mir bis jetzt zwar nicht so ganz vorstellen, dass das Ding irgendwie großartig einschlägt. Aber naja. So. Leider lässt im Moment der Hype ein bisschen zu wünschen übrig. Ich hoffe eigentlich, warte mal, gar nicht. Woche 1. So, die Mary Sims ist ziemlich derbe ausgelastet. Den Sound werden wir noch hoch machen. Wir werden auch noch einen Soundtrack dabei packen. Die Grafik hoch. Dann lass mich mal überlegen. Den Sound übernimmt er. Die Mary Ricky. Tag-Nacht-Zyklus, Open World. Tag-Nacht-Zyklus, den können wir rausnehmen. Na gut, das entlastet sie jetzt nicht wirklich. Ja, ich gehe jetzt mal das Risiko ein. Grafik finde ich wichtig. Ich kann natürlich jetzt auch das Level Design den Kollegen machen lassen. Den Arthur, Monika, den Sound. Ich glaube, so die perfekte Arbeitsteilung, die werden wir im Moment gar nicht hinkriegen irgendwie. Sound, Grafik, Spielwelt, Design. Ja doch, das könnte man natürlich ein bisschen hochschrauben. Wenn der Arthur wieder ausgelastet und der Ricky ist besser in der Technik, machen wir es so. Dann ist es besser ausgeglichen und so, den schraube ich ein bisschen runter. So, da muss ich dann Abstriche. Sound zu 100%. Ich weiß auch gar nicht genau, was diese 100% dann sind. Wir werden es einfach mal so belassen und aktivieren jetzt mal eben hier den Boost. Damit das Ding nochmal richtig dermaßen gepusht wird. Achso, genau, Marketing. Wenn das Ding nämlich echt jetzt kein Erfolg wird, dann würde ich fast sagen, wir kriegen ein theoretisches Problem langsam mit der Kohle. So, heute wurde das M-Pad veröffentlicht. Bugs rausmachen. Das M-Pad erhielt seit seiner Veröffentlichung unterschiedliche Bewertungen. Viele davon stellen heraus, dass das M-Pad nicht mit dem Grip-Pad von Grapple gleichzusetzen ist. Wir werden sehen, was die Zukunft für diese Plattform bereithält.
Hype ist nicht mal ansatzweise so, wie ich ihn eigentlich gehabt hätte. Das Problem ist, dass ich eigentlich gerne noch die letzte Messe mitgenommen hätte. Aber das ist wohl leider Wunschdenken. So. So, neue Kombination. Wir haben neue Rekorde zumindest mal aufgestellt. Das Gameplay auf Stufe 7 gebracht. Stolen Quests hochgebracht. Und die 3D-Grafik kriegt auch nochmal ein Update. Arthur B hat nochmal ein Level up gekriegt. Und der Ricky auch. Und wir werden jetzt mal sehen, was uns die Zukunft bringt. Spezialtraining verfügbar. Fähigkeitenbäume und Full Motion Video. So. Aber erst dürfen wir quasi die Hälfte unserer Belegschaft mal eben in Urlaub schicken. So, die Bewertungen sind da und wir schauen uns das Ganze an. 8. 8. 9. 9. Es wird langsam wieder. Man hätte es ein klitzekleines bisschen besser machen können. Aber viel wäre da auch nicht mehr kann. Heute wurde die WoW veröffentlicht. Ja, ich weiß nicht, Spielberecht. Das Ding hat 12 Millionen gekostet, wenn sich das mal überlegt. Genau, ich hätte gerne Körpersprache. Surround Sound. So. Oh, Platz 3. Das läuft doch. Und jetzt hauen wir noch einen großen Messestand raus und dann schießt das Ding hoffentlich mal richtig voll durch die Decke. So, 1 Million. Und wir sind in der dritten Woche. Forschung. 80 Punkte haben wir. Die Sache ist die, was nehmen wir? Dynamische Umgebung oder sparen wir endlich mal für die neue Grafik? Die Fähigkeit Bäume möchte ich gerne lieber noch haben. Als ich anfing Halo 5 zu spielen, hatte ich keine Ahnung davon, was mich erwarten wird. Von Anfang bis Ende ein kultiges Level-Design. Nur ein Spiel mit Einhörnern, Regenbögen, Piraten, Ninjas könnte möglicherweise besser sein. Einhörner kriegen wir auch noch hin. Da kriegen wir bestimmt hin, sag ich mal. So, jetzt will ich die 1 Million purzeln sehen, sonst fresse ich hier gleich meine Cola-Flasche. Und da ist sie, die 1 Million. Über 1 Million Messebesucher. Und damit schaffen wir es auf Platz 9, Leute. Platz 9. So, Forschung. Gucken, was wir noch an Themen haben. Die Schule. Ja, komm. Wir nehmen mal Cyberpunk. Schule. So, unsere Analysen ist da. Action-Rollenspiel ist eine großartige Kombination. Level-Spielwelt-Design ist großartig, großartig, großartig. Ja, wir sind übrigens immer noch auf Platz 4 und wir haben mittlerweile 52 Millionen wieder. Ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Kann man mitleben. Jetzt die Frage, stellen wir mal noch jemanden ein? Weil wir eigentlich ja keinen mehr brauchen, aber ich suche mal einfach Platz 6 und wir werden jetzt mal noch gucken, was da an Auftragsarbeiten gibt, die wir mal so erledigen können nebenbei. So, jetzt haben wir jemanden, Level 3, Level 2, Level 4.
Oh, der ist nicht, die ist nicht schlecht im Design. 700 Jerry Cole. Ich würde sagen, gebombt, den nehmen wir. Und damit haben wir auch die maximale Anzahl an Mitarbeitern. Den Kollegen müssen wir jetzt noch einarbeiten. Kostet mal dezente 10.000. Wir machen noch ein paar Auftragsarbeiten und warten ab, was uns Hallo so bringt. Aber im Moment scheint das wirklich nicht schlecht auszusehen. So, die Nu wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ich glaube, da haben wir eh nichts produziert. So. Hallo 5 wurde vom Markt genommen. Wir haben 3,9 Millionen Einheiten verkauft und 55 Millionen Umsatz gemacht. Das ist doch ganz ordentlich, finde ich. So. 200.000 nehmen wir auch gerne mit. Und jetzt machen wir noch mal eine Auftragsarbeit. Und wenn wir die abgeschlossen haben, ist auch schon der Schluss für diese Folge. In dem Sinne, ich drücke auf Escape, werde speichern, mich so langsam Richtung Bett begeben und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim selber zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.